Ja Leute, neuer Tag, neues Glück. Die Farm haben wir vorerst mal durch, plant erklärte ja soweit alles. Und mal sehen, was so heute auf dem Programm steht, was wir so noch unternehmen. Die beiden sind auf der Suche nach irgendwas zu essen. Ich weiß aber nicht genau was. Da sind irgendwelche Tiere drin, so schnell konnte man gar nicht gucken, wie die beiden abgehauen sind. Die finden sie wohl nicht mehr. Ist so ähnlich wie Tukes, die Tierchen. Für unser eins sieht die Erde überall gleich aus. Aber die sehen sofort, wo da irgendwie was zu holen wäre. Wir lassen die beiden mal weitersuchen. Und in dem Baum soll ein Uhu nisten. Großes Tier, aber haben wir anscheinend auch kein Glück. Viele kleinere Vögel, aber kein Uhu zu sehen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber soweit ich mich erinnere, sind Uhus Nachtvögel. Da ist so ein kleines Loch und darunter befinden sich dann diese Tierchen, diese Tucke-Art. Kai leierte da wieder was an, sprach mit den Einheimischen und die meinten, hier in der Wildnis wäre irgendwo ein Tempel, ein Wat. Ich sehe aber nichts. Mamikoi. Wir kommen auf so ein Wägelchen. Kein Tempel zu sehen, aber Wasserbüffel. Wie festgewachsen. So, wir sind zu einem zweiten Frühstück unterwegs. Das Café befindet sich direkt gegenüber von unserem Hotel. Wir gehen mal in die Aircon rein. Also Bernd und ich probieren mal hier so ein Frühstück durch, also Kaffee. Ich habe hier Ei mit Salat und diesen zwei Brötchen. Dazu gibt es einen O-Saft und Bernd hat weniges. Zwei Spiegeleier. Und Würstchen und Schinken, ne? Okay. 79 Watt zusammen. Ne? 79 Watt kostet das jeweils. Ja, mit Kaffee und allem komplett. Super. Dann kann man nicht meckern. Karl bekommt nichts heute. Und da kam Kais essen. Kais ja leider. Wir übernachten im Wanchai Hotel. Sehr zentral gelegen, können alles zu Fuß machen von hier aus. 7-Eleven in der Nähe. Auch hier gibt es am Morgen kostenlosen Kaffee. Alles so schön aus hier. So der alte Thai-Style. Und wir zahlen für das Ganze 500 Baht pro Nacht. 17 Uhr und um ehrlich zu sein, wir faulenzen den ganzen Nachmittag. Ich arbeitete Sachen am PC auf, die liegen geblieben waren. Kai zappelte im Zimmer rum und es waren mal wieder 37 Grad, gefühlt 41. Nicht unbedingt ideal, um irgendwelche Spaziergänge zu unternehmen. Wir sind unterwegs zum 7-Eleven, möchten einige Kleinigkeiten einkaufen. Auch Bahn 3 hat den Clock Tower. Und gegen 17.30 Uhr werden wir von Bernd abgeholt. Auf der Farm soll eine kleine Party stattfinden, oder besser gesagt, ist er
eine kleine Familienfeier. In Bad Peis mehr los, als ich eigentlich dachte. Immer sehr busy auf den Straßen, muss man sagen. Kleiner Abendmarkt, nichts Großes. Also die sollen auch eine Walking Street haben, aber die findet erst Sonntag statt. Bin ich noch wieder überfragt. Wenn ich mal den Himmel so ansehe, fällt die Party wahrscheinlich ins Wasser, im reinsten Sinne des Wortes. Gar nicht gesehen den Hellcheck hier. Wir fuhren noch mal zur Farm raus. Die Party wird nicht hier stattfinden, unterwegs schon relativ viel Regen. Und wir fahren dann zu Bernds Schwägerin nach Hause. Und die haben Fleisch gewerkelt heute. Ja, jetzt sind 31 Pfeiler reingerammt. Wenn man hier mal ganz kurz rumschwenkt, also manche gehen da gar nicht mal richtig ganz rein, weil da ein fester Untergrund ist oder ein Stein oder Fels oder irgendwas. Und hier ist ja die Reihe, das ist der Poolbereich mit dem Infinity Pool, der Pool, wo dann in den See hineinragt. Deswegen muss man hier auch noch ein bisschen Land aufschütten und das wird es dann, wenn hier fertig ist, ausgebaggert oder beziehungsweise hier die Linie entlang dann gebaggert. Ah, ja. Die wird dann um diese Breite hier dann erweitert. Und mit dem Aushub werden auch dann die Uferböschungen noch einmal neu rekonstruiert, damit es ein bisschen flacher abläuft und nicht abbricht. Es gibt viel zu tun, lassen ja, wir es liegen. Aber wir haben alles im Griff. Ne? Yellow. Hm. What? Also, wir feiern ein bisschen zu Hause. Big Boy mit Big Beer. Und Herbert kriegt einen Singer. Ja. Leider finde ich keinen Öffner. Aber die Dose kann ich so aufmachen. Also wer hat es gewonnen? Aufs Essen müssen wir noch was warten. Und Cory hat da so ein, keine Ahnung was für Gebräu. Nicht neu. Nicht neu. Wie alles im Leben, alles ungerecht verteilt. Aber das Weißbierglas habe ich leider nur in, habe ich hier keins. Muss ich noch nachrüsten hier in Bandreihen. Ja, man kann nicht alles haben, Bernd. Aber das sind Kleinigkeiten, also von daher. Du kannst ja deine Farm gegen ein Weißbierglas tauschen. Nee, nicht ganz. Das mache ich nicht. Den Damen in Thailand geht es nicht schlecht. Die kommen im Kleinwagen, essen auf Rädern sozusagen. Chicken, back, back. Man, ob es ein Verlängern wird. Chicken, back, back. Ja, jetzt ist ein bisschen aufgeklärt, aber da sieht es auch mal nicht so gut aus. Einmal Wokkel, Nudelgericht und Kaufhart, ne? Kaufhart.
Kochkarton. Der gibt mir alle, der gibt mir. Ja, okay. Als Anfang reicht es mal. Ne? Ja, machen wir kleine Privatparty. So ist es. Bände mal, oder? Tech 5, Work, oh. Work, ja, Electric. Ich sehe. Wann ich komme, so ein Mann. 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 7 Button. 5 Button. 5 Button. 5 Button. 4 Button. 5 Button. Herbert oder Harbert? Harbert. Harbert. Mein Peng. Mein Peng, ja. Hätte sein mal dein Teleskop. Ja, genau. Den hole ich noch. Jut, Manitamnan, Mark. Gun. Kommetam. Das ist die Nobelausführung. Die nächste Evolutionsstufe. Hightech. Auch für die Fliegen, die weit entfernt sind, haben keine Chance. Teuer. Sehr teuer. 20 Baht, ne? Ja. Ich wünsche mal allen guten Appetit. Vielen Dank. Mir auch. Der Rest des Abends ist Offcam. Wir albern hier noch ein bisschen rum. Und morgen soll es nach Konken gehen. Ne? Genau, dann schauen wir uns Konken an. Wir wollen zentral angucken und den Topsladen und andere Lokalitäten, die ich nicht kenne. Aber du kennst dich da besser aus. Ein bisschen, ja. Mal sehen, was sich da verändert hat. Alles klar. Ja Leute, wie so oft lief mal wieder alles nicht so wie geplant. Kommt vor in Thailand, kein Problem. Eins meiner kürzeren Videos. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.